Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu 7 Days to Die. Ja, ihr seht links wieder die FPS-Anzeige. Das heißt, ich nehme wieder mit OBS auf, weil es immer noch nicht möchte. Freude, aber es geht leider nicht anders. Es ist sehr ärgerlich, das Ganze. Es tut mir auch leid, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich werde es jetzt erneut erstmal hier mitmachen müssen. DxStory will einfach nicht klappen. Ich habe auch mal den Gorondo gefragt. Bei ihm meinte er, es lief nur über 7 Days, wenn man es ohne Anti-Cheat spielt. Aber bei mir startet das gar nicht erst. Also keine Chance. Ich habe auch mal im Forum nachgeguckt, da stand leider auch nichts dazu. Von daher kann ich es nicht ändern. Aber wir machen wie immer das Beste draus, indem wir einfach hier wieder mit OBS aufnehmen. So, das wollen wir alles nicht. Wir waren am Holz sammeln. Das werde ich auch die Folge über immer noch machen. Das müsste nämlich dann zeitlich etwa hinhauen bis Richtung Nacht, damit ich die Nacht nutzen kann, um Holz zu craften. Holz und Sticks vor allen Dingen. Weil das ist so eine Sache, die ich machen möchte, damit ich dann am nächsten Tag, Tag 5, anfangen kann, unten die Spikes rumzulegen, den Graben auszuheben, was ich noch machen will. Einfach nur, um langsam aber sicher gewappnet zu sein für die Horden, sprich die Hundehorde und die Fettlöhrhorde. So, was gibt's sonst Neues? Nicht viel. Immer das Gleiche. Bei mir ist es Donnerstag und die Folge seht ihr hier Samstag. Und ich werde auch gleich die Sonntagsfolge mit aufnehmen. Dann mal schauen, was sonst Großartiges passiert. Hier wäre auch eine schöne Gegend, finde ich. Ich mag ja diesen See. Allgemein sehen da so leichte Erhöhungen. Aber es ist noch nicht von der Höhe her richtig gut. Ich hätte natürlich gern wieder so einen richtig schönen, hohen, turmartigen Berg quasi, wie in der letzten Alpha, den ich gefunden habe. Der war richtig toll. Weil er auch breit genug war, da hätten sie unten sich totschlagen können, die Zombies. Ich wäre trotzdem oben sicher gewesen. Aber so geht das nicht. So, erstmal unseren Freund hier erledigen. Sag ich doch. Erstmal unseren Freund hier erledigen. Der hat ein bisschen Wasser dabei, das nehmen wir mit. Da sind wir nicht wählerisch. So, ein Crawler. Und da haben wir noch eine Madame. Hinter uns war aber auch was. Oder nicht? Wäre ich schon verrückt? Nein, da. Ich hab's doch gewusst. Die Nacht will ich auch nutzen, um weitere Federn zu craften. Ich werde hier bei diesem Bogen bleiben. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Weil der eigentlich schon Spaß macht, damit zu schießen. Oh, du bist groß. Dich können wir doch mitnehmen, den Baum hier. Der Zombie ignoriert mich komplett. Aber das stört mich nicht. Hast du mich jetzt erkannt? Ja. Und da links ist noch eine Dame, da kommen sie wieder alle. Na? Ich dachte, ich hätte noch einen gehört. Mann, lasst mich in Ruhe. Und jetzt noch dich. So.
So ist gut. Wir haben noch 252 Schuss. Wir haben schon einiges an Schüssen rausgehauen. Die brauchen immer so viel da. Die Großen. Das sind quasi die Bud Spencers der Zombies. Die kriegt man auch nicht klein. Ah, hier sind noch große, schöne Bäume. Da können wir einiges an Holz mitnehmen. Die Axt ist gleich kaputt, ich weiß. Aber ich mache mir eine neue. Wenn ich denn hier richtig dran komme. Feueraxt, bitte. So, diesen Stein brauchen wir nicht. Entschuldigt, wenn ihr im Hintergrund gerade das Auto gehört habt. Mopedche. Ach, da ein Crawler. Der kann nur kommen. Komm schon. Da hinten ist auch noch einer. Wo bist du? Da und da. Und da sind Vogelnester. So. Ich komme hier mit der Maussensibilität immer noch nicht ganz klar. Ich habe sie nicht umgestellt, weil ich ehrlich gehofft habe, dass ich jetzt wieder mit DxToy aufnehmen kann. Und dann auch im Fenstermodus spielen und eben nicht im Fullscreen. Aber leider klappt das nicht. Oh je. Okay, nochmal. So, einfach nur mal ein bisschen konzentriert bleiben bei der Sache und dann klappt das auch. Man muss ja nur mal ein bisschen Konzentration haben. So, da haben wir auch noch ein Vogelnest. Danke. Die ignorieren wir erstmal, indem wir nämlich hier den Baum mitnehmen. So, die Nacht wird dann wirklich genutzt, einfach nur um zu craften. Ich gehe davon aus, dass ich das nach dieser Aufnahmefolge direkt machen werde. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen früher sein. Aber da ich in der Nacht eh nicht draußen rumrenne und ja ab 18 Uhr die Zombies schon rennen, ist das nicht ganz so schlimm. Dann nutze ich die Zeit wenigstens. Und ich muss euch nicht mit dem ganzen Gecraft da irgendwie nerven. Ich könnte natürlich jetzt schon mal damit anfangen. So ansatzweise zumindest. Das heißt, ich könnte hier schon mal anfangen, ein bisschen Holz zu machen, aber ich bin voll. Ich muss nach Hause. Und dabei nehmen wir natürlich immer noch diese ganzen Bäume mit. Die großen vor allen Dingen. Aber jetzt geht's nach Hause und dann einmal abliefern. Und dann mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich beide Folgen jetzt am Stück aufnehmen will, also die für Samstag und Sonntag. Das werden wir dann mal sehen. Oder ob ich das vielleicht getrennt mache. Bin ich durstig? Dann eben nicht. Hast du Pech gehabt, dann kriegst du kein Wasser. So, was haben wir denn sonst noch Schönes? Wir könnten wieder Steinkloppen gehen irgendwann. Aber vorerst halt nicht. Jetzt sind wir von zu Hause weg. Das geht. Ist nicht allzu weit. Von daher können wir uns hier auch mal ein bisschen beeilen, damit ich wieder meine ganzen Sachen loswerden kann. Ich bin nämlich voll gemüllt teilweise. Am nächsten Tag werde ich auf jeden Fall anfangen, den Graben rumzuziehen. Und was mich mal interessiert, heißen die Lok? Ich glaube, die gingen nicht damit, sondern damit, oder? Die gingen so. Davon will ich mal ein paar machen. Das leere Glas will ich nicht. Ich will mal gucken, ob man die nämlich an die Wand, ans Haus machen kann. Also wirklich horizontaltechnisch, dass sie einem entgegengucken. Davon habe ich mich nur gelesen oder gehört. Noch eine Höhle. Da wollten wir auch mal irgendwann reingehen. Werde ich auch noch machen, sobald ich einen Mining-Helm habe. Werde ich ein bisschen Höhlen durchsuchen anstellen, weil ich dann glaube, läuft das besser,
Anstatt mit einer Fackel unterwegs rumzulaufen. Nein. So, auf Wiedersehen. Dann würde ich nämlich mal so eine Folge nutzen, wirklich durch Höhlen zu wandern. Mal gucken, was für schöne Höhlensysteme wir entdecken können. Und zurück in die Stadt. Schön, wie das teilweise aufploppt, wenn man zu schnell läuft. So. Dann mal schnell nach Hause gehen. Gucken, was man da noch alles so hat. Ich glaube, ich habe noch gekocht zuletzt. So, dich können wir raustun, dich tun wir rein. Und dann wollen wir mal gucken, ob das an die Wand klatschen geht. Es wäre nämlich ganz nett. Dann würde ich da die Treppen wegmachen. Vorne auch. Dann würde ich die nämlich hier... Nee. Geht nicht. Die gehen leider nur hochkantstellen. Schade. Ich hätte die nämlich ja gern hier so rausstechend quasi gemacht. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen können. Das wäre dann wohl so die letzte Instanz. Ich werde dann da ein bisschen was basteln dürfen. So, wir haben noch ganz viel Eisen. Sehr schön. Da haben wir noch Fleisch. Sehr gut. Haben wir hier noch Tee? Nee. So, aber erstmal Holz. Dieses dauernde Mauszeigergezittere, das stört mich dann doch etwas, muss ich sagen. Ich weiß, ihr seht das nicht, aber bei mir ist es gerade so extrem, da ich mit OBS aufnehme, ist es quasi wie, als würde ich streamen. So, das Holz brauchen wir noch. Die kommen dahin. Ein Stack nehmen wir mal mit, 1,5 Stacks. Die werde ich nämlich jetzt schon mal zu Planks verarbeiten. Planks, bitte. 1500 Stück, das ist ganz nett. So, was haben wir sonst noch? Wir haben hier wieder Schweinefleisch. Da könnten wir direkt einfach mal das hier machen. Nee, da drin. Genau. So, dann machen wir nämlich hier mal schön Eier mit Speck. Zack. Kochen das mal ab. Können die hier nämlich da unten reintun. Perfekt. Nochmal so ein Dosenfutter dahin. Bisschen Wasser haben wir auch noch da. Okay. Das Sandwich kommt auch weg. Was haben wir sonst noch hier? Kleine Steine brauchen wir. Die Federn brauchen wir. Davon brauchen wir dann aber auch nur die Hälfte. So. Dann haben wir das. Leder können wir dahin tun, alles klar, schön, schön, schön. Clay brauchen wir erstmal auch nicht, das Bandana wollen wir nicht mehr. So, danke. Die brauchen wir für eventuelle Reparaturen. Wir haben ohne Ende Maple Seeds, ist auch schön. Eisen ohne Ende. Ja, ansonsten war es das hier erstmal. Haben wir noch was zum Einschmelzen? Nein, haben wir nicht. Nichts da. Sprengen könnte man auch mal. Wäre sicherlich auch ein bisschen lustiger als dauernd das gleiche hier. So, du kannst raus. Das Bandana können wir dazu schmeißen. Ist völlig egal. Die Bandage nehmen wir mit. Die Wood Frames nehmen wir auch mal mit. Weil man nie weiß, wann man sowas mal brauchen kann. So. Wenn ich jetzt hier mal ganz kurz den da mache, können wir schon mal anfangen mit einem Graben auszuheben. Shovel. Stone Shovel, normale Shovel. Genau, die wollen wir. Perfekt. Dann kommen wir nämlich damit vorwärts. Ich weiß noch nicht, ob das komplett funktioniert, wie es soll. Das werden wir dann gleich sehen. Komm, mach mir mal eine schöne, bitte. Gelb, naja. Nicht Frames. Planks. Wood Planks brauchen wir. Und zwar viele. So, perfekt. Okay, jetzt haben wir 4 Uhr. Wir haben also noch ein bisschen Zeit.
Explo-Plane wird auf jeden Fall sein, hier vorne das Zeug loszuwerden. Das erstmal nicht. Wir brauchen aber das da. Das heißt, das hier muss ich zuerst zerstören. Somit kommen wir da eine relativ gute Pickaxe. Das Destroyed Stone nehme ich natürlich mit. Daraus kann ich dann Gravel herstellen. Später auch für Cobblestones nutzen. So, ich denke, ich werde hier innen das Innere dieses Hauses auch noch ein bisschen absichern. Zumindest wäre das sicherlich nicht allzu blöd, hier noch so ein bisschen was reinzumachen. An Trägern, für den Fall, dass sie sich hier wirklich mal durchschlagen sollten. Ich habe ihn noch gar nicht gelootet. Ne, nur den da nicht. Doch, den auch nicht. War ich hier schon? Ja, hier war ich, okay. Dann ist alles gut. Ich dachte schon, ich hätte das ganze Ding noch nicht gelootet gehabt. Was wäre da los gewesen? So, was haben wir hier? Alles klar. Und noch knapp 8 Minuten in der Folge. Es waren natürlich Zombies gekillt. Das ist nicht schlecht. Dann wären wir. Ich glaube, es ist sogar blöd, wenn ich einen Kram mache. Ich glaube, diese Woodspikes, die sind besser, wenn sie drauf zulaufen, als dass sie drauf. Also ich glaube, drauflaufen an sich kann man. Zumindest war das mal so. Dann macht das weniger Schaden. Dann wäre es blöd, wenn ich hier einen Graben rumziehe. Eventuell noch weiter außen einen Graben rumziehe mit großen. Relativ großen Bogen, vielleicht hier so. Dass das wie so 3, 4 Abstand sind. Und dann eben 3 Reihen kleine Spikes. Und dann hier nochmal 2 Reihen große Spikes direkt am Haus. Irgendwie sowas. Da müssen wir mal schauen, wie ich das machen will. Ich müsste mir eigentlich auch noch so einen richtig schönen Weg außen rum bauen, damit ich sie im Notfall von Weitem schon erschießen kann mit dem Bogen. Wobei ich noch einen Hunting Rifle haben müsste, glaube ich. Also wäre das ja auch möglich, dass ich sie wirklich einfach mit dem Hunting Rifle erschieße. Dementsprechend bräuchte ich allerdings auch Fackeln. Einfach nur, um die Umgebung auszuleuchten. Damit ich sehe, wenn sie kommen und von wo sie kommen. Das heißt, ich brauche hier so eine Reihe zum Drumherum wandeln, die mir auch gleichzeitig einen Schutz vor Spider-Zombies geben würde. Ja, one minute. Das muss auch weg. Ja, ich weiß, du bist kaputt. Aber du hast es noch durchzuhalten. Kämpfe, du schaffst das schon irgendwie. Ich denke, ich habe auch oben genug von den Woodframes. Die könnte ich auch mal holen. In der Zeit lade ich wieder ein bisschen meine Stamina auf. So. Einmal hier hoch. Vielen Dank. Wir brauchen Woodframes. Das Teegedöns brauchen wir nicht. Die Feuerwehraxt brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht, dann können wir das hier nämlich voll machen. So. Perfekt. Dann werden wir hier nämlich jetzt am besten natürlich, eigentlich wäre das besser, wenn ich es von innen mache. Und zwar von hier aus gehend, hier. So. Damit wir hier dieses Dach nutzen. Okay, so nicht. So. Zwar müssen wir uns dann hier so einen Weg drumherum basteln. Im besten Fall wäre natürlich eigentlich doppelt breit. Dass ich da nicht die Gefahr laufe, irgendwie runterzufahren. Ich denke, sowas könnte man da machen. Ist jetzt wie gesagt auch wieder nur improvisiert, also nicht wirklich geplant, was ich hier mache.
Ich glaube, dafür reicht mir auch die ganzen Wood könnte hinkommen. Ich habe noch 128 in Reserve. Wenn wir das nämlich so machen würden, hätte ich einen breit genugen Weg, um hier einmal außen ums Haus rumlaufen zu können. Ich würde es dann wahrscheinlich auch gar nicht upgraden, sodass ich die wieder nutzen kann. Dann müsste ich mal gucken. Ich glaube, das ist gar nicht so eine blöde Idee. Ich bin ja noch am Holz machen, das heißt, ich kann noch genug Woodframes craften ohne Ende. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Halten sollte es auch, spätestens wenn ich die zweite Reihe komplett rum habe. So, jetzt warten wir wieder ein bisschen, weil die Stamina wieder down ist. Na komm. Ich glaube, ich mache erstmal nur den inneren Ring. Einfach nur, um zu sehen, wie das von der Anzahl her passt. Da das halt kein kleines Haus ist. Nur habe ich da halt Sorge, wenn ich hier nur einen einfachen Weg mache, dass ich da selber in irgendeiner Weise da mal runterfalle, weil ich dann mich kenne und dann einfach zu viel Schwung habe und dann, ups, dann macht der Fall. Aber es müsste gehen. Wir haben genug. Das Ding ist, das ist auch hoch genug. Das heißt, die Zombies können nicht dagegen schlagen. Speziell, wenn ich außenrum eben den Schutz der Woodspikes habe, dass die eben vorher schon geschwächt oder gar getötet sind. Na komm, nicht so. Da hat man in den früheren Versionen relativ simple Bauten noch haben können. Da hast du außen einfach zwei Reihen Metal Trussing drum gemacht, bevor es dann wie Spider-Zombies gab. Dann war alles gut. Das kannst du inzwischen aber auch nicht mehr machen. So, jetzt können wir hier auch noch das hier wegmachen. Dann machen wir das Ding nämlich einmal fertig, den Ring, und dann gehen wir rein. Dann ist zum einen die Folge nämlich um und zum anderen passt das zeitlich alles sehr gut gerade. Komm, mach weg. Allzweit Eldruf einschlagen. Dann würde ich hier die ersten zwei Reihen hohe Woodblock-Dinger machen und dann davor aber noch kleine. So, wir hatten also zwei volle Stacks und einen halben Stack etwa, damit ich weiß, wie viele von den Woodblock-Dingern ich machen muss. Plus natürlich die Anzahl, die vorne wegfiel, weil ich das Dach da noch habe. So. Okay. Hier müsste man eigentlich auch noch verbinden gehen. Geht das? Ja. Und hier würde ich dann sicherheitshalber auch mal zwei hinmachen. Und hier auch. Passt das so? Ja, so ist gut. So, hier machen wir zu, damit da keiner reinkrabbelt in der Nacht. Und wir haben, wie viel haben wir gebraucht? Wir hatten zwei Stacks, 128. Ja, Pi mal Daumen 110 etwa. Die werden wir nämlich jetzt oben an großen Woodspike-Dingern machen. Das werde ich allerdings in der Nacht machen, das ist für euch nicht spannend. So, hier machen wir wieder zu. So, halb zu zumindestens. Räumen das hier ein. Ich habe sogar noch ein Stack Wood Frames übrig. Das ist sehr schön. So, dann werde ich die Nacht jetzt nutzen, um diese Woodlock-Dinger zu machen. Und auch, um neue Pfeile zu machen, soweit das geht. So,
Die Schaufel, Destroyed Stone wollen wir nicht. Da haben wir Bier. Und ein leeres Glas kommt auch da rein. Eisen, bisschen Holz brauchen wir. Ich denke, das passt so. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, in der Hoffnung, dass es euch gefallen hat, einen schönen Abend. Also einen schönen Samstag. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn es hier weitergeht bei 7 Days to Die, wahrscheinlich immer noch in OBS-Art. Bis dahin, schönen Abend und